Villagers. Modern Storyteller. Unreal Engine. Das Spiel speichert automatisch. Bitte schalte dein Gerät nicht ab, wenn dieses Symbol erscheint. Zu spät, es war schneller als ich. Hi und herzlich willkommen zu The Forgotten City. Das wurde mir tatsächlich jetzt vor einigen Tagen auf Steam vorgeschlagen. Ich dachte mir so, das sieht interessant aus, aber ich habe so viel auf meiner Liste und überhaupt. Und naja, und dann war es im Humble Bundle im Angebot und durch mein Humble Choice-Abo habe ich noch ein paar Prozente mehr. Also habe ich nicht Nein gesagt. Wir haben aktuell Skyrim, X-Blades und, naja, das wird zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon vorbei sein, also die Nachfolger quasi, Blades of Time, also Skyrim in der Special Edition, Blades of Time auf der Agenda und eigentlich auch Minecraft, aber ich komme einfach zu nichts, weil ich von der Arbeit, wie immer schon erwähnt, sehr, 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 sehr im Eimer bin und, naja, lange Rede, kurzer Unsinn, Minecraft steht jetzt ein bisschen hinten an, ich muss eh noch ein bisschen was vorbereiten, damit wir weiterspielen können. Ohne Aufnahme. Ich habe da ein bisschen was geplant. Kommt dann zukünftig irgendwann demnächst. Und das heißt, Forgotten City oder The Forgotten City in dem Fall ersetzt jetzt erstmal Minecraft, temporär. Und wenn ich zu beiden komme, mache ich beides. Wenn ich nur zu einem komme, mache ich nur eines. Wenn ich gar nicht dazu komme, dann fällt The Forgotten City zwischendurch mal aus. Vielleicht auch länger. Dann seht es mir nach. Tut mir leid. Und hier rechts am Rand gleich eine Bitte der Entwickler an mich. Habe ich beim Einstellen von Grafik und Co. schon gesehen. Ich soll euch vor Spoilern warnen. Das mache ich hier einmal und wenn ich dran denke, ansonsten mache ich es im Post, schneide es dann rein. Jenseits des weißen Ganges, was immer das auch sein soll, ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Habe es gerade erst gekauft und installiert. Fast 30 GB groß. Holy Macaroni, sage ich nur. Und da gibt es dann Sachen, die sind halt, weil es ist ein, wie es der Entwickler auch schon sagt, es ist ein Storyteller, es ist ein Rollenspiel, es ist sehr storylastig. Deswegen. Ja, jetzt habe ich genug eurer Zeit verquatscht am Anfang, über 2 Minuten. Jetzt legen wir direkt mal los. Und dann quatsche ich zwischendurch ein bisschen mehr zu dem Spiel. Ich dachte, wir legen los. So, und es sieht verdammt schön aus schon mal, muss ich sagen. Eine Nachricht von den Entwicklern. Mit einem Hauptteam von 3 Personen über 4 Jahre entwickelt. Alter. Rätselabenteuer, die auf verschiedene Weisen enden kann. Gespräche, die überlegt zahlen sich aus, das ist sehr schön. Gegenwart. Schick. Schick, schick. Haus, geh weg. Es hat kurz geruckt. Hey, you're alive. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. But all I found was some loose change. So, wanna tell me who you are? Das ist ja auch geil. Die zieht uns aus dem Fluss. Es ist ja schön, dass sie uns gerettet hat, aber klaut uns erstmal das Geld. Körpertyp. Also, was ich von dem Spiel weiß, ist halt eine Art Zeitreisespiel. Wir sind in der Gegenwart die Möglichkeit, zurück ins alte Rom zu kehren, um halt irgendwie Mysterium aufzuklären einer vergessenen Kultur, eines vergessenen Römerstamms oder sowas. Das ist alles, was ich weiß. Was haben wir denn hier? Ach, das ist Mann oder Frau wahrscheinlich, ne? Naja, ich bin Mann, ne? Oder bin ich eine Frau? Wollen wir mal Frau spielen? Wir spielen mal Frau. Dunkel. Nee, wartet, ich wollte nur mal gucken. Okay, sehr dunkel, etwas weniger dunkel. Ach, das poppt, okay. Mitteldunkel, heller, ich bin hell. Ich bin sehr blass, bin ich immer. Wenn man mich vor eine Wand stellt, dann falle ich nicht auf. Ich kann mich, ohne Klamotten, könnt ihr mich an eine Wand stellen, dann falle ich nicht auf, ich bin dann weg. Krytos kann ich mich diesmal nicht nennen, das ist natürlich doof als Frau. Ich spiele mal meine Frau. Also, das klingt doof. Wir sind die Mondi heute. Well, it's nice to meet you. And I'm sorry to pry, but any idea why you were floating down the river? What's the last thing you remember?
Ich habe keine Ahnung, warum meine Frau im Fluss gesprungen ist, aber ich kann sie ja nachher mal fragen. Ich war auf der Suche nach antiken Ruinen. Ich war auf einer geheimen Mission. Ich war auf der Flucht vor dem Gesetz. Ich erinnere mich kaum. Archäologe eines jahrelangen Studiums. Geschichte. Ein Blick in der Antike. Achso, wartet mal da. Ah, wartet mal. Jahrelanges Studium, Geschichte. Ah, okay. Soldat. Ach, das ist eine Art Klasse oder was? Interessant. Wir sollen ja überlegt vorgehen. Ach, das ist unser Startbonus. Das ist ja cool. Also hier, Suche nach antiken Ruinen. Jahrelanges Studium der Geschichte gibt Einblick in der Welt der Antike. Das ist schon mal cool. Ich lerne noch, deswegen. Ich war auf einer Geheimmission. Achso, bevor ich es vergesse. Das Spiel kommt jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag. Wie gesagt, solange der Vorrat reicht. Bis es durch ist es, oder wenn es halt zwischendurch ausfällt, wie gesagt, dann wir gucken mal. Wir nehmen erstmal ein Stündchen auf und dann schauen wir mal, wie ich am Wochenende vielleicht noch zu mehr komme. Das mit der Knarre ist temporär, ist vielleicht nicht so toll. Ich war auf der Flucht vor dem Gesetz. Deine Zeit auf der Flucht vor den Behörden hat sich hier einen Läufer gemacht. Du bist 50 schneller als beim Sprint, okay. Wir halten mehr aus. Ich sag mal, suche nach antiken Ruinen, weil das ist wahrscheinlich am sinnvollsten und am nützlichsten, denke ich mal. Oh! You're an archaeologist? Then you'll definitely want to hear this. I don't know if it's exactly what you're looking for, but there are some ruins just behind you. Roman, I think. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped or injured or worse. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him, so I'm just kind of stuck here, waiting. What I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him. If you can do that, I can get both of you back to civilization in my boat. Please? Darf ich zuerst ein paar Fragen stellen? Ist natürlich schöner. Ich muss mal sagen, abgesehen von der schönen Grafik, die Haare sind jetzt andere Sache, ich habe es jetzt mal auf 1080p, ich könnte es auch auf 4K stellen, aber ich habe das letzte Mal was auf 4K aufgenommen und das ist der Aufnahmesoftware nicht bekommen, da hat es zu viel geruckelt, deswegen habe ich mir das jetzt erstmal nicht getraut. Die Lippensynchronität und so, das ist echt cool gemacht. Ein paar Fragen wären nicht schlecht. Oh, of course. Sorry, I don't mean to be pushy, I just... What do you want to know? Und abgesehen davon, ich mache zwar immer wie üblich meine kleinen Späßchen und so, aber es ist ein storybasiertes Spiel und wir werden alles, was ich finden kann, mitnehmen. Ich werde sehr ausgiebig das Spiel angucken, alles zeigen und wie es halt bei Skyrim oder anderen Projekten, die in ähnliche Kerbe fallen, auch gewohnt seid. Ne? Nur, dass ihr vorgewarnt seid. Al Bundy, scheiße. Wir sollen Al Bundy suchen. Was ich mit Scherzen meinte. Was ist deine Geschichte? Wer ist er? Wo sind wir? Hast du versucht, Hilfe zu rufen? Also das Interessanteste wäre erstmal, wer bist du überhaupt? Oh, there's not much to tell. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Know what I mean? Kommt mir bekannt vor. Ich traue ihr nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Sie sieht mir ein bisschen zwielichtig aus. Willst du mir deinen Namen sagen? Das wäre ja mal ein Anfang, genau. Oh, I'd rather not say if it's all the same to you. Sie möchte ihren Namen ungern verraten, okay. Das macht sie noch mehr suspicious hier. Ihr merkt, die Sprachausgabe ist Englisch. Aktuell ist sie auch nur Englisch. Ich hoffe, da kommt noch mehr, aber ich finde die Ausgabe bis jetzt sehr gut. Ich habe nichts gegen englisches Audio und für die Englisch nicht besonders mächtig sind, aber gar nicht, die haben immer noch, wie ihr seht, Untertitel, die es in verschiedenen Sprachen auch gibt.
finde ich ziemlich gut. Die habe ich für euch auch extra mal angemacht, falls jemand nicht des Englischen so bemächtigt ist. Würde ich wirklich gerne wissen, besonders wenn ich dir helfen soll. Ach, egal. Warum willst du mir deinen Namen denn nicht verraten? Alright, fine. Sorry if I sounded cagey, it's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. Oh, verstehe. Karen, okay. Ich verstehe. Vielen Dank, dass du mein Leben wolltest du mir deinen Namen nicht verraten? All die Karen Beans haben diesen Namen richtig ruiniert, ne? ja, danke, dass du uns gerettet hast, Karen. You're welcome. Always happy to help. Was there anything else you wanted to ask? Ja, wie sieht's denn mit Bundy aus? Was ist denn mit dem? Was ist das für ein Kerl? He's the guy who washed up on the riverbank not long before you did. I thought maybe you two knew each other. I guess not. But maybe the two of you can piece together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure. Once you find him, that is. Ich werde schon sicherlich einen mürrischen Schuhverkäufer finden und ich werde ihn wahrscheinlich mögen. Mal gucken. Wo sind wir denn genau? You really don't remember? Nö. We're in Italy. This river is the Tiber. Hm. Okay. Sieht jetzt... Ich meine, ich sehe jetzt primär dich. Mehr lassen die Entwickler aktuell nicht zu, deswegen kann ich nicht sagen, wo ich bin, aber okay. Erzähl mir mal ein bisschen mehr von den Ruinen. Not much, really. But imagine what you might find in there. Priceless ancient artifacts. Al. Was? Kostbare Schätze. Und Al. Geil. hast du versucht, Hilfe zu rufen? Hast du ein Telefon? What am I? An idiot? You could hike a long, long way in any direction and never find another soul. Trust me. Hallo, nur eine Frage. Es ist kein Grund, gleich pissig zu sein. Okay, das war's erstmal. Danke. Great. So you're ready to go look for Al? Ich gehe wegen der Kostbarkeit einfach den, aber nicht. Ich verzichte. Na klar. Thank you. The entrance is just past those columns behind you. Please, hurry. Oh, and he left this here. But I think you'll need it more than I will. Oh, Taschenlampe. Gegenstand annehmen, Gegenstand untersuchen. Okay. Betritt die Ruinen. Schlafsack. Aha. Warum komme ich mir vor wie in einem Horrorspiel, dass ich gleich einen Abflug mache? Inspizieren. Achso, das ist die falsche. Achso, falsche Taste. Das sieht aus wie. The ruins are just beyond those columns. Ja, ja. Please, hurry. Ja, ich muss erst mal gucken hier. Reden. Nee. Wow, das druckt. Aber was ist denn das? Kann ich das vielleicht doch noch ein bisschen runterstellen? Taschenlampe, ja. Wir gucken mal, wie sich das Spiel so erhält. Ich glaube, ich habe auch noch ein, zwei Updates ausstehen, also grafiktechnisch, vielleicht macht das auch noch so. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob das ein Early Access ist oder ob das schon raus ist, ist ein Early. Ein bisschen was wie ein Inventar, das habe ich jetzt gar nicht geguckt. Aber auf jeden Fall, nee. Was ist das für eine Eule? Die haben hier Probleme? Betritt die Ruinen. Vielleicht muss ich auch erst warm ruckeln. Das war früher mit anderen Spielen, war das auch so. Okay, Alpha Wand, danke. Ich dachte, ich komme darüber. Oh. Inspizieren. Verrostete Metallfakt. Nehmen kann ich nicht, ne? Ich habe Zoom. Okay. Komme ich hier? Ne, hier komme ich auch nicht rüber. Schade. Also rumeiern und irgendwo runterspringen, tot sein, ist nicht. Also, wahrscheinlich nicht. Schiff zum Sprinten, ja. Wenn es da sein muss. Jo. Ausdauerbalken oder so haben wir nicht. Hm. Auf jeden Fall sehr, sehr schick.
Wasser sieht ein bisschen plastisch aus hier, aber das soll uns nicht stören. Generell ist es sehr schick. Ist die Frage, wo... Oh. Moment. Oh. Erst dachte ich Grafikfehler, das scheint Absicht zu sein. Ah, okay. Ja. Ist ein Drahtseil oder irgendwas gespannt im Fluss? Aha. Hm. Rucksack. Ein Rucksack voller abgetragener Wanderkleidung und leeren Essenspaketen. Nichts Wertvolles dabei. Scheint seltsam, dass Erlin zurückgelassen hat. Das sieht doch noch gut aus. Den sollten wir mitnehmen. Den sollten wir einsammeln. Das ist, den könnten wir vielleicht gebrauchen. So. Mehr Sachen schleppen. Wäre doch praktisch. Ja, hier dürfen wir nicht weiter. Das ist ein bisschen schade. Lesen. If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city, hidden deep underground. Its existence is long forgotten. All knowledge of it lost. Except in the Latin inscription here. It reads, you who wish to enter the city, step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain. For this shall be their final resting place. Could an underground city have remained a secret for all this time? The people have survived down there, against the odds. It seems there's only one way to find out. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation. Or a warning. Al Worth. Oh Gott. Soll das ein Wertspiel? Ein Wortspiel sein? All Worth? Alles wert? Oh Gott. Warum sieht das nach einer Falle aus? Oh fuck. Oh fuck. Lass mich raus! Oh, die Tür hat eine andere Farbe. Okay. Warnung oder Einladung? Also der Tugendhafte wird belohnt. Der Gierige wird bestraft. Scheiße! Das hatte ich mir gedacht. Oh, ich wollte doch. Oh, ich wollte mich doch noch umgucken. Oh, ich habe Sauerstoff. Ich seh das gerade links. Nicht absaufen. Nicht absaufen. Okay, er scheint aber nichts zu sein. Was ruckt zwischendurch nochmal? Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade an aktuellen Patches oder irgendwas liegt. Vielleicht, es ist alles auf episch geknallt. Ich meine, das sieht man auch, dass es episch aussieht. Vielleicht drehe ich es noch einen Ticken runter. Aber von der Sache her muss das mein Rechner locker schaffen. Lockerst. Es könnte aber auch sein, dass die Aufnahmesoftware ein bisschen was frisst. Ich weiß es nicht. Besetzen. Vergiss nie, dass sie alles beobachten. Okay. Das ist wahrscheinlich jetzt durch den Archäologie-Skill, würde ich jetzt mal sagen. Ansonsten wäre uns das vielleicht nicht aufgefallen oder wir hätten sie übersetzen können. Okay. Interessant.
Ich bin ein Niemand. Wer seid ihr? Hier ist niemand, hier wird heute gearbeitet. Kann ich die genauer angucken? Nee, ne?